Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit den Hüterspielen und ich probiere mal ein bisschen was zu erklären. Am Anfang natürlich, es ist für jeden spielbar, auch Season Pass unabhängig. Als erstes müsst ihr natürlich zu Eva Levante, dann müsst ihr zu Zavala, dann müsst ihr zum Vagabunden, dann müsst ihr wieder zurück, dann müsst ihr das Podium betreten und dann seid ihr sozusagen, wenn ihr das Klassenabzeichen dann ausgerüstet habt, schon so weit, dass ihr weitermachen könnt. Und es geht halt alles um Lorbeeren. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das dauert halt alles sehr, sehr lange. Da muss man halt eben zusehen, dass man auch am besten mit einem Team spielt. Am einfachsten geht es, wenn ihr mit 3 Titanen reingeht, 3 Warlocks oder halt 3 Jägern. Dann klaut ihr euch nicht gegenseitig die gedroppten Lore-Sachen. Lore sage ich schon wieder. Lorbeeren, natürlich. Ich sage immer Lore, sorry dafür. Die Lorbeeren, das ist wichtig, weil hier steht es auch unten. Der Abschluss von schmelzigen Matches, Gambit-Matches, Food. Strikes, Patrouillen, Abenteuern und Schmieden. Während der Hüterspiele 2020 gewährt zusätzlichen Glimmer und EP und Prämien. Das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, ihr könnt halt nur diese Lorbeeren erzeugen, indem ihr halt Fähigkeitenkills macht. Zum Beispiel Granatenkills, Nahkampfkills mit den entsprechenden Fähigkeiten oder halt eben mit der Super. Waffen zählen hier leider nicht. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr mit 3 Titanen zum Beispiel in die Strikes reingeht oder in Schmelzige reingeht oder in Gambit reingeht, dann am besten, wenn es geht, wenn es soweit möglich ist, am besten mit 3 Titanen, 3 Jägern und 3 Warlocks reingehen, weil dadurch habt ihr halt die Möglichkeit, eure eigenen Lorbeeren zu farmen, weil sonst bekommt ihr halt eben nur einen Punkt für, also wenn ihr Titan spielt, ihr nehmt eine Lorbeere von einem Jäger auf, gibt es nur einen Punkt. Wenn ihr eure eigenen Lorbeeren aufnimmt, dann gibt es immer 3 Punkte oben drauf. Da geht es alles ein bisschen schneller, weil es ist alles triumphabhängig. Hier übrigens auch noch, wie gesagt, Spitzenausrüstung steht hier unten dran. Es droppt aber nicht mit 2 Powerleveln über eurem aktuellen ausgerüsteten Powerlevel, sondern nur mit 1 Powerlevel oben drüber. Ob es so soll, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Feuerprobe gespielt, noch keine Gruppe gespielt und auch keine Albtraumjagd. Deswegen weiß ich nicht, ob das da auch so ist. Also kann natürlich auch ein Bug sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Spitzenausrüstung droppt im Moment nur mit leider einem Powerlevel über dem, was ihr halt ausgerüstet habt. So ist es leider. Kann man leider nicht ändern. So, dann gehen wir kurz eben hier bei Eva Levante rein. Ich habe jetzt Lorbeeren mein genug gefarmt. Das heißt, ich kann mir jetzt schon den Geist aussuchen. Ich nehme natürlich den Geist für den Titan. Muss jetzt mal kurz gucken, welcher das ist. Das ist, glaube ich, voll. Achso, steht da. Warlock, Titan und hier einmal Jäger. Ich nehme natürlich für den Titan. Wir haben auch rausgekriegt, ein Teammate hatte schon vorher fertig gemacht. Ihr könnt anscheinend nur pro Woche einen Geist fertig machen, anscheinend. Weil man sieht halt, wenn man halt zum nächsten Char geht und dort auch wieder alles annimmt, bei Eva Levante ist das Problem halt, dass hier nicht wieder die Quest anfängt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich nächste Woche zum Weekly Reset wahrscheinlich die Möglichkeit besteht, dann den anderen Geist für den anderen Charakter zu holen und dann darauf die Woche nochmal. Also deswegen müsst ihr wahrscheinlich, gehe ich von aus, mehrmals spielen und dementsprechend dann mal die Lore farmen. Aber der Titan-Rivalenhülle sieht auch ganz nice aus, von den anderen natürlich auch. Hier zum Beispiel ist das Gute an der ganzen Geschichte, hier ist führendes Licht drauf. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, alle EP-Gewinne sind um 10% erhöht, das ist sehr wichtig. Merkur-Scan habe ich hier noch drauf und dann hier einmal noch Tempo-Dämon, gut für den Sparrow rufen. Und dann könnt ihr hier natürlich noch ein bisschen was ausrüsten. Aber auf jeden Fall machen und spielen, auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist, aber auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht. Und dann könnt ihr halt den Geist hier natürlich auch noch ein bisschen anmalen, wenn ihr Bock habt. Aber das ist euch überlassen, aber prinzipiell ist das schon eine gute Geschichte, weil, wie gesagt, der Geist hat hier führendes Licht und das ist schon sehr gut. Das passt schon. Die Triumphe natürlich, achso, ganz oft ganz wichtig, die Waffe hier, die wir alle haben wollen, das kann man wahrscheinlich diese Woche noch nicht erspielen, sondern erst zum 30. April, weil einige Triumphe, die man erledigen muss und haben muss, das sind ja 7 Triumphe, die ihr abschließen müsst, kann man anscheinend wohl erst zur nächsten Woche abschließen. Dazu guckt ihr bitte auch bei mir in die Community oder in die Beschreibung, da haue ich einiges rein, was halt eben damit zu tun hat, weil erfordert Abschluss des Triumphs Klassenleistung, das heißt Class Act ungefähr auf Englisch. Das ist aber falsch beschrieben. Bei uns in Triumphen steht nämlich nicht das Wort, sondern was anderes, weil ihr müsst nicht was anderes erfüllen. Und zwar, ich muss mir selber eben hingehen, ihr müsst hier Spitzenklasse erfüllen. Das heißt, ihr müsst wieder 7 Triumphe abschließen, dann bekommt ihr erst Erbenerscheinung, diese das Exomaschinengewehr, das müsst ihr hier erfüllen, sonst zählt es nicht. Hier natürlich, wie gesagt, alles beschrieben, was ihr machen müsst. Es dauert natürlich ein bisschen länger, das soll ja auch so, weil 3 Wochen geht das Event. Hier zum Beispiel steht ja auch, Lorbeeren deiner Klasse gibt 3 Punkte, Lorbeeren anderer Klassen gibt 1 Punkt. Habe ich jetzt die 62 Punkte erreicht, über 62%. Verdiene während der Hüterspiele 2020 Punkte, indem du Lorbeeren durch super Granaten und aufgeladene Nahkampf-Todesstößen sammelst.
hier einmal Goldmedaillengewinner, löse während der Hüterspiele 2020 Goldmedaillen ein. Habe ich jetzt 3 Goldmedaillen eingelöst. Dann hier einmal zeige deine Farben, verdiene während der Hüterspiele 2020 Punkte durch das Abschließen von Hüterspielebeutzügen. Während wöchentliche Beutzüge geben 4 Punkte, tägliche Beutzüge geben 2 Punkte, wiederholbare Beutzüge geben 1 Punkt. Dann haben wir hier noch 5-fache Bedrohung, löse während der Hüterspiele 2020 eine Goldmedaille für den schmelzige Gambit Strikes, Zielorte und Schmieden ein. Habe ich jetzt nur Strikes abgegeben. Dann hier einmal Spitzenklasse, wie gesagt, um Erbenerscheinung das Exo-Maschinengewehr freizuschalten. Hier 7 Triumphe abschließen. Dann große Taten hier einmal, sammle während der Hüterspiele Lorbeeren in Gambit-Matches, Strikes, Schmieden und an allen Ziel- oder an Zielorten. Da habe ich auch schon ein bisschen was erledigt, aber das dauert auch noch alles. Dann Medaillengewinner hier einmal, löse während der Hüterspiele beliebige Medaillen ein. Habe ich 5 von 75, das dauert natürlich noch. Weltklasse hier einmal, löse während der Hüterspiele Schmiede- und Zielortmedaillen ein. Das kommt auch noch alles. Hier haben wir dann auch noch was. Hüterglücksspiel, löse während der Hüterspiele Gambit Medaillen ein. Habe ich noch nicht. Und dann umarme das Licht. Besiege während der Hüterspiele Hüter mit Supers in der Rumble Playlist. Das müsst ihr erfüllen, um das hier freizuschalten, damit ihr halt dann die Waffe Erbenerscheinung kriegt. Sonst funktioniert das nicht. Wie gesagt, dazu mehr in der Community als von meinem MO oder halt auch in der Beschreibung. Das ist wichtig. Natürlich immer die Beutezüge mitnehmen. Auch sehr wichtig, damit ihr halt dann auch immer, sag ich mal, die Goldmedaillen und Silbermedaillen und Bronzemedaillen abschließt. Ich habe jetzt hier Medaille eingetauscht. Die habe ich schon alle oder fast alle fertig gemacht. Da werde ich jetzt alle abgeben. Das ist übrigens hier alles zusammengefasst. Ich habe jetzt soweit einige Medaillen fertig gemacht, wie man sieht. Die, wenn ihr die abgebt, hauen die auf einmal, also die gehen auf einmal auf alle, also gehen dann zusammen rein. Also nicht, dass ihr die einzeln abgeben müsst, das zeige ich auch gleich mal eben. Werde ich mal eben kurz machen. Wie gesagt, ich bin jetzt hier mit dem Titan drin. Hier ist übrigens der Fortschritt zu sehen. Links Titan, Mitte Warlock, rechts ist der Jäger. Der Jäger ist im Moment auf dem ersten Platz, der Titan auf dem zweiten und Warlock auf dem dritten. Da soll es angeblich so sein, dass wenn die Woche abgeschlossen ist, dann wird da entschieden, wer die erste Woche gewonnen hat. Dann soll es eventuell so laufen, dass man eventuell dann hier eventuell in dem Klassenzeichen hier was zu leuchten bekommt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Dann kann man dann hier wohl irgendwie was einsetzen, ob das jetzt hier ist oder nicht. Aber auf jeden Fall soll irgendwas passieren, dass man sieht, aha, man hat den Titan gespielt, man ist jetzt, hat die Goldmedaille erreicht in der Woche. Dann soll es irgendwo angezeigt werden. Aber wie es dann läuft, sehen wir dann alles nächste Woche zum nächsten Weekly Reset. Das weiß ich jetzt leider noch nicht. So, jetzt stopfe ich die ganzen Medaillen hier mal rein. So, ich habe natürlich jetzt extrem viel Loot. Deine Beutezüge ist auch abgeschlossen. Kann ich auch mal kurz einlösen. Wie gesagt, das waren jetzt alle Medaillen, die ich jetzt auf der hohen Kante hatte eben. Sind jetzt alle eingelöst, sind alle hier aus dem Inventar raus. Wie man sieht, alles weg. Die eine muss ich noch erledigen. Aber sonst ist hier alles abgegeben, was ich abgeben konnte. Habe auch wieder ein bisschen mehr gespielt. So, jetzt machen wir noch den Hauptbeutezug hier auch nochmal eben. Gibt es natürlich auch hier schön Glanzstaub. Habe ich noch eine Goldmedaille, noch eine abgeschlossen, okay. Dann kann ich die auch nochmal eben abgeben. So, da haben wir jetzt alles abgegeben, mit dem, was ich abgeben kann. Jetzt würde ich direkt zum Warlock wechseln und das gleiche dort auch alles machen. Wir gucken uns mal noch kurz in die Triumphe an. Mal eben schauen, ob da ein bisschen was vonstatten gegangen ist. Was und nicht vergessen, es gibt ja auch Spitzenloot, wenn ihr das macht. Immer noch am Dekorieren. Habe ich den eigentlich eingesammelt? Weiß ich gar nicht genau. Ja, ich sag hier. Ein Triumph. Nein, nein, nein. Hier sind ein paar mehr Goldmedaillen abgegeben worden. 9%. Also, das müsst ihr halt immer so machen. Und es ist halt accountübergreifend, die Triumph. Das heißt, ihr könnt halt mit jedem Schar das jetzt alles abgeben. Und dann füllt sich die Leiste hier überall bei den Triumphen. Das müsst ihr auch machen. Anders geht's halt nicht. Das müsst ihr am besten mit jedem Schar machen. Auch wenn das viel gegrindet, viel gefarme ist. Und es wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen rumnervt. Aber anders geht's halt leider nicht. Zudem gibt es natürlich auch noch Spitzenausrüstung, wenn ihr das alles abgegeben habt. Ich muss mal gucken, ob ich es auch gekriegt habe. Ich habe jetzt alle Sachen erledigt. Ne, mir fehlen noch 7 Punkte, dann bekommt man hier nämlich auch Spitzenausrüstung. Okay, wie gesagt, tausche Hüter, spiele Medaillen ein. Da fehlen noch ein paar Punkte. Aber hier steht auch Goldmedaillen geben 4 Punkte, Silbermedaillen 2 und Bronzemedaillen 1 Punkt. Das steht überall beschrieben. Überall auch in den Beutezügen, was ihr machen müsst. Diese einige Beutezüge sind halt richtig nervig, weil das mit PvP verbunden ist. Einige Sachen habe ich noch gar nicht angefasst, auch im PvP nicht. Dann müsst ihr lesen, was in den Beutezügen steht und das dann erledigen, um diesen Beutezug abzuschließen. Das ist sehr wichtig. Da steht aber alles gut beschrieben. Bis jetzt das Einzige, was mir aufgefallen ist, der Bug ist halt eben das, was hier bei Erbenerscheinung steht. Der Name hier
halt falsch ist. Das heißt nicht Klassenleistung, wie gesagt, das heißt Spitzenleistung in den Triumphen. Das ist halt eben falsch beschrieben. Und so ja, gucken wir nochmal kurz nach, was ich so gekriegt habe. Ob da irgendwas hoherleveliges bei ist, aber wahrscheinlich nicht. Nee, da nicht. Ja, und sonst, wie gesagt, wenn ihr mit eurem Team lauft und ihr seid zum Beispiel drei Titanen, wichtig ist auch, ihr steht, dann müsst auch dicht aneinander stehen in den Strikes, sonst droppen für euch die Lorbeeren nicht. Das ist auch wichtig, haben wir auch festgestellt, wenn ihr zu weit weg seid, dann zählt das nicht. Wenn ihr im Melztiegel spielt, dann nehmt ihr die Sachen so auf, also wenn euer Teammates die Sachen aufnehmen, zählt das auch, im Gambit übrigens auch. Ja, wenn eure Teammates die Lorbeeren aufnehmen, dann zählt das für euch auch, dann nehmt ihr die mit für die auf sozusagen. Aber halt, in Strikes müsst ihr die richtig aufsammeln, wenn ihr nicht zu dicht aneinander steht, habt ihr das Problem, dann droppen für euch keine Lorbeeren. Also immer schon zusammenbleiben und ja, so kann man es eigentlich spielen. War jetzt alles ein bisschen durcheinander, ist alles frisch, wie gesagt, ich muss selber nochmal alles ein bisschen zu Gemüte führen, aber so macht man es halt. Es geht halt nur rein ums Grinden und ums Farmen. Alles andere eigentlich nicht. Wenn es irgendwo buggt, einfach mal Leute ablaufen und gucken, ob ihr da irgendwo noch was anklicken könnt. Aber prinzipiell nicht vergessen, ihr müsst zum Vagabunden noch gehen und dort auch noch die Hüterspiele einlösen. Dann müsst ihr hier noch eine Goldmedaille ins Podium stecken und dann geht's los. Und wie gesagt, viele Lorbeeren sammeln. Darum geht's eigentlich hauptsächlich. Die Beutezüge abschließen. Von Schar zu Schar das erledigen. Und sonst guckt bitte noch bei mir in die Community oder bei meinem O oder in die Beschreibung, da haue ich jetzt noch was rein. Ist alles auch für mich etwas neu alles natürlich und Tricks und Tipps und so kommen dann nochmal separat irgendwann. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es halt darum, dass ihr halt am besten im Team lauft, die alle gleichen Charakter habt, damit ihr euch die Lorbeeren nicht flöten gehen und ihr zu wenig Punkte kriegt. Darum geht es halt auch hauptsächlich. Und natürlich spielen. Alles andere, ja, ist nicht relevant. Danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Anregungen bitte auch in die Kommentare. Und tschüss.